Spiegelring. Sascha Henn schlendert doch gestern durch Hamburg und stutzt. Ist das nicht? Ja, 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 das ist er. Das ist doch der, der schöner ist als wir alle anderen Männer. Gestern Morgen im Hamburger Stadtteil Winterhude. Eine ruhige Straße, die Dorotheenstraße. Und ups, das ist doch... Ja, er ist es. Markus Schenkenberg. Er kommt aus New York und gilt als das bestbezahlte Männermodel der Welt. Ob er der schönste Mann der Welt ist, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Gerüchte ranken sich um ihn. Er soll eine Beziehung mit Mariah Carey, Nicky Hilton, Victoria Silvstedt und sogar Pamela Anderson gehabt haben. Und da ist er hier einfach flockig beim Shoppen, probiert mal ein Hemdchen, einen Anzug, den der Hamburger Modemacher André Zierke für ihn geschneidert hat. Aber wie kommt ein Mann von Welt nach Winterhude? That's what I'm wondering too. Darüber wundere ich mich auch gerade. Nein, mal ganz im Ernst. Wir haben heute ein Fotoshooting, dann bin ich heute Abend noch auf einer Modenschau und dann gibt es ein Dinner, eine Party. Naja, und darum bin ich in Hamburg. It's gonna be a big dinner party and a party, so very eventful. Über einen Monat hat André an dem Anzug für den Weltstar rumgeschneidert. Jetzt habe ich Klamotte, die ich angefertigt habe. Wir haben ja fast die gleiche Figur. Und insofern war das relativ hilfreich. Ich habe die Sachen jetzt so auf sein Maß gefühlt angefertigt, weil ich von Frank die Maße rüberbekommen habe. Dann habe ich noch ein bisschen abgenommen und dann habe ich mir den Rest einfach mal gedacht. Ein paar Stunden später im Hyatt Hotel. Vorbereitungen für die Modenschau. Und alle wieder da. Rosalie van Bremen, die Ex von Alain Delon. Und auch sie muss bei Markus schon mal hingucken. Ist ja ein Schnittchen. Ja, ich schaue hinter mir. Schwierig, um so zu stehen jetzt. Warum? Ja, das ist sehr hübsch, was da hinter mir passiert. Das will man nicht verpassen. Ich bin ganz ehrlich. Jetzt wollen wir es aber mal genau wissen. Hat der Markus denn aktuell eine Freundin? Ja, habe ich. Ich wundere mich manchmal selbst. Aber ich habe eine Freundin. Rosalie, auch ein Topmodel, geboren in den Niederlanden. Und Markus Schenkenberg, ja, sowas mögen die Fotografen. So viel Schönheit auf einem Haufen. Meine Güte. Jetzt bin ich eine Persönlichkeit, ja. Früher war ich nur das Gesicht und die Leute haben meine Fotos gesehen. Aber irgendwann wollten sie auch mal wissen, was für ein Mensch steckt hinter diesem Gesicht. Die Modenschau, recht ungewöhnlich. André Zierke präsentiert seine Kollektion während eines Fünf-Gänge-Menüs. Und von Hamburg will Markus dann noch weiter zu seinen Eltern nach Stockholm. Denn dort ist Markus Schenkenberg auch geboren. Wenn ich nach Stockholm komme, fühle ich mich natürlich zu Hause. Dort leben meine Freunde und meine Eltern. Aber genau das gleiche Gefühl habe ich auch, wenn ich nach New York zurückkomme. Dann fühle ich mich auch zu Hause. Ein sympathischer, wirklich netter Mensch, der Markus. Und ein ebenso netter Abend.